So, da sind wir bei Big B's Raststätte. Wir werden verfolgt von Ninja Gatten. Herzliche Grüße und wir stellen ja immer noch unsere Pfadfinder-Pioniertugenden unter Beweis. Und wir brauchen noch eine Belehrfliegendrüse und ein Stechflügler-Stachel. Und hinter uns ist zufällig ein kleiner Ghoul. Na dann. Wo auch sonst. Vielleicht haben wir ja Glück und wir finden hier im Moor das ein oder andere Krabbelvieh. Oder auch einen Ghoulstreuner. Bleib doch mal stehen. Hast du was dabei? Right away? Ja, komm, Jos. So. Ruhe im Gebüsch. Tatsächlich gibt es noch ein paar Orte, die wir anscheinend nicht gefunden haben. Vorher. Aha. So, was ist der Punkt da vorne? Ist das der Spieler, der mir angezeigt wird? Jawohl. Na, dann gucken wir doch mal, ob es hier noch Stechflügler oder Blähfliegen gibt. Oder er ist ja alle schon abgemurkst. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Komme ich hier auf? Komm ich, bringt mir das noch was? Lass mich raten, die waren alle da unten. Die waren wahrscheinlich alle samt da unten. Das finde ich ja jetzt doof. Was laufen wir denn da für ein Haus rauf? Was haben wir denn hier? Oh, wir haben noch ein Baumhaus gefunden. Ein Schlüssel. Oh Gott. Wo ist er? Diese Viecher, also würde ich von allen Viechern hier in Fallout passe ich die am meisten. Versuchen wir es mal mit dem Bett. Vielleicht kriegen wir sie ja so. Nein, nicht mal im Bett kriege ich sie. Das ist doch wohl ein Witz. So. Ein Stechflügler Stachel wollen wir haben. Bitte schön, das ist er. Ich mag dich nicht. So sieht's aus und wir haben wieder eine Stufe höher. Diese kleinen Mistviecher. So, wir haben das Baumhaus entdeckt. Gibt's denn hier oben irgendwas? Nicht für Powerrüstung gedacht. So. Boah, boah, ich dachte schon, wir fallen jetzt wieder runter. So, gibt's da irgendwas? Nein, da laufen wir hier nochmal rum. Mit lose Schrauben nehmen wir auch mit, dass man die Kleinigkeiten immer haben kann. Geht noch weiter rauf.
geht's mittlerweile auch wie Sand am Meer. Ja, eine kleine Bowlingbahn. Ich meine, ne? Wenn's runterfällt. Jetzt Sprengstoffkiste versuchen wir die Auto aufzumachen. Nö. Mal ganz woanders, nee, noch nicht. Das war ein bisschen zu stürmisch. Nein. Ja, Sapperlot. Das braucht doch mal ein bisschen Gefühl. Der jetzt haben wir es. Für eine Splittergranate hat sich ja. Wir sind immer noch nicht ganz oben, aber wir sind gleich wieder ganz unten. So, jetzt sind wir ganz unten. Ach, weißt du, was kommt? Ist mir auch egal. Bringen Pfadfinderleiter, Trilly die Insektenteile und wir brauchen noch eine Blähfliegendrüse. Oder sag mal, oder haben wir die aus Versehen in unser Inventar gepackt? Ich bilde mir ein, wir hatten eine. Da ist ja eine Red Rocket Tankstelle. Normalerweise ist einer in einer Red Rocket Tankstelle hier eine Kiste. Ich aus Versehen eine Blähfliegen. Blutkäferrüssel, Blähfliegendrüse, guck mal. Die haben wir da aus Versehen reingetan. So, und jetzt bringe Pfadfinderleiter Trilly die Insektenteile nichts lieber als das. War das der junge Mann am Camp oder wer war das? Oh, jetzt haben wir noch hier runtergeschaut. Ist das hier? Nee, das ist der junge Mann bei Dolly Sots. Machen wir doch gern. Oh, der Bärchen ist auch wieder da. Pass mal auf, Zottel. Das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber du bist mir echt im Weg. Ne, sei ein guter Pfadfinder, sei lieb zu Tieren. Dann gucken wir mal, ob der unser Pfadfinderlehrer zu Hause ist. Der freut sich bestimmt, wenn so ein großgewachsener gelber Pfadfinder zu ihm kommt und sagt: Du hast hinter dir eine Blähfliege, mach die mal weg. Jetzt mal ernsthaft, du schickst uns los, eine Blähfliegendrüse zu holen und ist. Naja, ist auch egal. Pfadfinderleiter Trilly! Stechflügler-Stachel? Rank-Kakerlakenfleisch? Wo ist der Blutkäferrüssel? Oh, da ist er. Du hast tatsächlich alles besorgt. Ich mixe es nur schnell zusammen, dann kann's losgehen. Wenn du es trinkst, finden dich Insekten abstoßend. Ungefähr so, wie das Mittel schmeckt. Stelle Pfadfinder-Pioniertunnel unter Beweis 2 von 4. Güte, belebe einen Verbündeten wieder. Entwicklung, verdiene Pfadfinder-Pionier-Abzeichen. Wie verdienen wir denn jetzt noch ein bisschen? Können wir die nochmal ansprechen? Immer aufwärts. Das ist das stolze Motto der Pfadfinder-Pioniere. Ich hoffe, es ist. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ich glaube, das war was anderes. War auch so eine Art Pfadfindergruppe, glaube ich. Okay,
Können wir hier Pfadfinder-Pionier-Abzeichen irgendwie noch uns verdienen? Gibt es mal ganz abwegig gedacht, gibt es Events? Speisung der Hungrigen, das ist ja jetzt nicht wirklich ein Pfadfinder-Event. Freilandhaltung klingt schon ein bisschen Pfadfinder. Das müsste aber dabei stehen, oder? Ich frage mich, warum unser Camp nicht angezeigt wird als Verkaufspunkt. Eigentlich verkaufen wir ja. Na, was ist hinter uns? Tschüss. Gut, dann gehen wir nochmal in den Text. Ich habe meine Tapferkeit unter Beweis gestellt, indem ich gegen Ungeziefer gekämpft habe. So sieht das nämlich aus. So, beliebe einen Verbündeten wieder. Da müssten wir jetzt einen Verbündeten haben, der drauf geht. Und verdiene Pfadfinder-Pionier-Abzeichen. Und wir leiden an Wackelfingern, da geht erstmal gar nichts. So, ein bisschen Durst. Ah, wir haben doch hier unsere... Moment mal. Die Morbusratten hatten, die müssen weg. Jetzt sieht gut aus. Na ja, komm, dann nehmen wir den Punkt da oben noch mit. Entwicklung verdiene, Pfadfinder, Pionierabzeichen 0 von 3. Okay, also wir müssen jetzt irgendwo einen Verbündeten wiederbeleben. Also wenn irgendwo ein Spieler drauf geht, dann... Und sagen, hallo, hier sind wir und ich helfe dir. Was denn? Ja, mit der Zecke hätten wir auch nicht weit laufen müssen. Auf einmal. Noch eine Blähfliege. Ja. Sagen, wenn du es etwas schlauer machst und erstmal dieses Let's Play guckst oder ein anderes Let's Play und danach diese Quest startest, geh nicht so weit weg. Das ist alles hier in der Nähe machbar. Und hier ist bestimmt ein Stechflügel. Ne, noch eine Blume. Und noch eine. Die ziert sich ein bisschen. Drei Stechflügel hier draußen und dann ist auch alles wieder gut, ne? So, das ist aber kein Wegpunkt, ne? Hier. Ich dachte, es wäre ein Wegpunkt, aber es ist keiner. Bitte? Ach, das ist auch noch Dolly Sons. Ja, ist ja gut. Lass mich doch mal. Was ist das? Alles so rechts und links, weißt du? Wird uns noch was angezeigt? Ein Türmchen oder sowas? Hier, siehst du? Hier im Norden. Da wollte ich nochmal hinlaufen. Da ist er ja auch schon. Okay, ein Aussichtsturm. Der Dollysots-Ausguck. Erstmal unbewohnt. Wirklich genug. Splitterminen brauchen wir erstmal nicht.
Gibt's da eine Splittergranate? Die würde ich nehmen. Nicht ganz. So. Und es gibt 4 Plasmagranaten. Okay, komm, die nehmen wir mit. Hast du irgendwas dabei, Kumpel? Du hast dir ein bisschen Vorkriegsgeld, das lassen wir dir. So, Gebiet ausspähen, das machen wir natürlich auch gerne. Es gibt den verlassenen Bunker, es gibt Moss Town, ein abgeschütztes Flugzeug und es gibt einiges noch hier. Carsons Familienbunker. Aha. Schau mal, wo wir alles noch nicht waren. Es gibt hier Moss Town. Oh, da ist wieder ein Reststandort. Nicht gut. Es gibt noch den Carson Familienbunker. Da waren wir auch noch nicht. Hier gibt es noch ein abgeschütztes Flugzeug. Das könnte man sich nochmal anschauen. Das abgestürzte Flugzeug, das hat noch ein bisschen mein Interesse geweckt. Wir könnten die Treppe nehmen. Könnten wir. Und dann bleibt ja die große Frage, warum ist hier alles bunt? Ein kleiner Grafikbug, Bethesda. Das ist ein bisschen schade. Kaum gibt es irgendwie einen neuen Patch. Und beanspruche die Werkstatt Campingplatz in Dolly Sots. Wollte ich eigentlich jetzt eher nicht machen. Ne, wenn ich noch durchreise, gucken wir mal, ob wir das haben wollen. Noch eine. Das ging jetzt ein bisschen schnell. Ich verstehe es auch nach wie vor nicht. Manchmal halten die so gar nichts aus, so ein, zwei Schläge, dann sind die erledigt, egal was für ein Level die haben, und manchmal. Impact, das nehmen wir gerne. Wasser nehmen wir auch. Blutpaket ist uns noch relativ wurscht. Wenn hier ein Rezept rumliegt, das würden wir nehmen. Dann bleiben wir relativ okay von hier aus. Aber hier ist leider kein Rezept. Da auch nicht und da auch nicht. Da sind ein paar Kröten. Und das Flugzeug ist hier geradeaus. Gibt es extra Events der Pfadfinder? Das habe ich mich gerade noch gefragt. Das wäre ja noch etwas, was dann auch für dich wichtig wäre, weil wie verdienen wir uns jetzt unsere Abzeichen? Ne? Klar, also dieses Belebe einen Verbündeten wieder ist klar. Irgendwo einen Verbündeten Spieler haben oder im Team einen Spieler haben, der stirbt und den dann halt wieder ins Leben zurückholt. So, wenn das extra ein Wegpunkt ist, erwarte ich übrigens kein so ein kleines Mini-Propellerflugzeug. Da erwarte ich jetzt schon was Größeres, ne? Ja, genau, so in der Größe. Entdeckt. Abgestürztes Flugzeug. Kommen wir da auch irgendwie hoch? Da ist es runtergekommen. Da ist die Tragfläche, das könnte klappen.
Muss nicht, aber könnte. Aber doch, wird es. Doch, der sieht gut aus. Gehen wir erstmal so in den hinteren Bereich. Gibt es irgendwas zu lesen? Achtung, Nuka-Cola-Techniker. Die Nuka-Cola Corporation Sicherheitsabteilung. Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass aufgrund eines Vertragsbruchs und mutwilliger Missachtung der Gewinnmargen von Nuka-Cola Ihr Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung gekündigt wird. Wir sind darauf aufmerksam geworden, dass Sie für Diebstahl und Weiterverkauf von Eigentum der Firma Nuka-Cola verantwortlich sind. Wir verlangen die Rückgabe aller gestohlenen Besitztümer, Werbeprodukte, Passcodes sowie neuer Kleidungsstücke und Waffensysteme. Darüber hinaus sind Sie verpflichtet, täglich von Ihnen installierte, nicht genehmigte Versionen der Nuka-Cola-Marketing-Systeme umgehend zu vernichten. Abschließend fordern wir Sie auf, sich dem Nuka-Cola-Sicherheitsteam zu stellen. Wir danken Ihnen für Ihre Kooperation. Was hat er denn gemacht? Er oder Sie? So, da geht schon mal nicht weiter. Im Cockpit gehen wir gleich rauf. Den Katzennapf lassen wir gerne hier. Da ist auch nichts. Kein nix. Okay, schade, dann gehen wir wieder. Moment. Safe. Entsperren Schlüssel erforderlich. Okay, und wir haben ein Tastenfeld. Ah, warte mal, vielleicht gibt's doch hier was. Mumm, hoho. So, und so wie der Schlüssel für die Brücke ist, dieser Schlüssel oder dieser Code wahrscheinlich irgendwo zu finden, aber nicht hier. Irgendwas Offensichtliches. Ist der irgendwo hier dran gepinselt? Nein, ist er nicht. Das wäre wahrscheinlich zu einfach. Okay, ist er irgendwo hier mit drin? Da. Schlüssel, nicht Schlüssel. Schlüssel. Lagst du da gerade schon rum? Ja, egal. So, Toilette. Das ist ja meistens ein guter Ort, um irgendwie sowas aufzuschreiben, aber anscheinend hier nicht. So, Kochpfanne. Interessant, was die Leute so mit hatten, aber... Und ich stelle nochmal die Frage, also wenn du im Flieger sitzt und... Also es gibt ja schon Leute, die im Zug nicht rückwärts sitzen können, ne? Aber jetzt dann hier so rückwärts im Flieger und dann noch auf Toilette... Wow. So, lass uns nochmal schauen. So, hier irgendwo ein Schlüsselcode. Irgendwas, was uns weiterbringt. Nö. Das ist auch so die Holzklasse, ne? So von den Sitzabständen und hier. Naja. Dinge nicht mehr so hinterfragen, die wir hier finden. So. Lasergeschütz, nehmen wir mit. Ein Bierchen. Habe ich das gerade übersehen alles? So, in der Holzkiste ist eine silberne Tasche und das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir hier irgendwie rauf? Also, wenn ich ein Spieledesigner wäre, würde ich das genau da verstecken. So, dass man nicht einfach so hier raufkommen kann. Guter Versuch. Einmal auf die Lehne.
Und einmal hier so. Ja. Schade. Horizon Airline. Ist hier noch ein Weg darauf? Nee, ne? Das sieht nicht so aus, als wenn man hier über die Wurzel gehen könnte, oder? Das ist ein bisschen steil. Ha. Wäre zu einfach. Probengefäß und da ist nichts drin. Triebwerk. Nö. Und nur mal um zu gucken. Die halten uns auch nicht. Okay. Einmal gucke ich noch. Einmal gucke ich noch. Wenn wir nichts finden, dann ist auch egal. Aber normalerweise müsste das doch hier irgendwo in der Mitte. Warte mal, da ist der Safe. Da ist. Na? Das war vielleicht zu einfach. Gute Reise. Marco. Marco. Hey Kumpel. Ich habe an Bord einen neuen Safe einbauen lassen, nur damit du Bescheid weißt, falls du auf längeren Flügen ein paar Sachen verstauen willst. Als Code habe ich 062032 eingestellt, den Geburtsmonat und das Geburtsjahr meiner Frau. Tut mir leid, dass mir nichts Besseres eingefallen ist, aber du kennst mich ja. Ich würde meinen eigenen Namen vergessen, wenn er nicht auf meine Pilotenuniform aufgenäht wäre. Ja. Also 6. 06-2032 oder was? Ne, ja gut. 062032. Ja, manchmal ist das Spiel auch einfach zu einfach. So, da gucken wir mal. Boah, ist das dunkel? Ist das dunkel? Heiliger, dann nochmal. 062032. Und ist das grün? Und jetzt ernsthaft, im Safe ist nix. Oh, das gibt's doch wohl nicht. Du willst... Okay, das war nochmal sicher gehen. Ne? Da ist nix. Nichts, gar nichts ist da drin. Ach, hör doch auf. Gehen wir auf. So, Stelle Pfadfinder, Pioniertugenden unter Beweis. Wir sind im wilden Appalachia unterwegs und nicht im wilden Moor. Das mit den Verbündeten müssen wir noch gucken und wir müssen noch Pfadfinder abzeichnen. Bekommen. Schauen wir nochmal, gibt es irgendwie Events, die uns da weiterbringen? Planloser Zensus. Es ist zumindest nichts mit Pfadfinder getaggt. Menschenjagd, das klingt auch nicht unbedingt nach Speisung der Hungrigen. Das ist sowas von nicht Pfadfinder. Starte Poseidon neu. Und wir haben eine kleine Ansammlung. Event Geschichten am Lagerfeuer. Das klingt nach Pfadfindern. Vor allen Dingen sind da auch ein paar andere Spieler. Was nach dem Patcher ein eindeutiges Zeichen ist. Okay. Dann
müssen wir erstmal erforschen. Da waren wir noch gar nicht. Guck mal, wir waren bei der Riesenteekanne. Und da waren wir noch gar nicht. Das heißt, das ist eine neue Location. Gut, gut. Dann reise ich mal kurz nach Hause. Und von da aus weiter zur Teekanne. Alles klar. Dann bis gleich.